Also gut finde ich zum Beispiel Atelierbar, weil ich rauche. Eine sehr nette Bedienung namens Radostina Ivanova. Nettes Mädchen und Möppel, der den Besitzer da, der Besitzer ist, der immer Tee trinkt. Also das finde ich prima. Atelierbar finde ich super. Samstagmorgens beim Stuhls finde ich auch super, wenn die Münsteraner da sitzen mit ihrer Barberjacke und so eine Stange Porri eingekauft haben. Und den Markt finde ich großartig. Und den Prinzipalmarkt natürlich sowieso. Und da bin ich aber relativ selten. Und dann fand ich mal Bullenkopf ganz gut und scharf, aber seit die so früh zumachen, ist das auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei. Außerdem bin ich da altersmäßig auch ein bisschen raus. Naja, ach, Münster ist so eine nette, satte, zufriedene Stadt, die ist eigentlich so wie Düsseldorf in klein. Oder wie München in klein, müsste man sagen. Und wo halte ich mich gerne auf? Also Atelierbar, ne? Habe ich schon erwähnt. Was so fehlt mir in Münster? KitKat Club. Also ist mein Berliner Lieblingsladen, der aber auch nur Freitag, Samstags aufmacht. Dafür aber Samstags bis Sonntags morgen, bis Sonntags um 16 Uhr. Und sowas fehlt natürlich in Münster. Und eine gute Bar fehlt in Münster, also wo man wirklich ordentlich Getränke macht. Also sagen wir mal Wodka Martini oder so. Und das, also Bertlings hat es mal probiert, aber da war die Miete so teuer, da am Durchgang vom Drubel zum Domplatz. Und der Westfale lässt sich ja nicht so gern beim Saufen beobachten. Also es müsste eine Bar sein, die eigentlich ein bisschen verschlossener ist und nicht so eine Glasfront hat und wo der Westfale gerne im Verborgenen sitzt. Die gibt's nicht, das ist echt bedauerlich. Und die Hotelbars hier sind alle beschissen.